Freunde, ich war auf einem Flohmarkt gestern. Das erste Mal auf einem Garagenflohmarkt. Sonst gehe ich immer so zum Sonntagsflohmarkt wie bei uns, aber gestern in Aachen gab es quasi wirklich so einen Garagenflohmarkt. Das heißt, ja, Leute konnten sich anmelden und einfach von zu Hause aus einen Flohmarkt machen. Und ich habe echt coolen Scheiß gefunden. Und das alles für nur 1, 2 Euro. Und was ich gefunden habe, das schauen wir uns jetzt an. Okay, also erstmal so Klassiker. Das Spiel des Lebens. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich dafür gezahlt habe. Keine 5 Euro. Und es war es mir auch irgendwie wert. Es ist durch so eine Familie gegangen. Über Jahrzehnte. Und irgendwie, ja, fehlt dieses Spiel in meiner Sammlung. Es ist vollständig zu 100%. Ich finde es cool. Ich habe es noch nie gespielt. Obwohl ich Brettspiele liebe. Ich habe wirklich einen ganzen Schrank voll. Aber ich wollte es mitnehmen und ich werde spielen. Hab mich einfach gefreut. So, dann kommen wir zu den krassen Dingen direkt. Okay. Ready für Nostalgie? Wer kennt noch Gänsehaut? Ey. Diese Serie als Kind wirklich ultra Angst gehabt. Das ist jetzt was für die 90s Kids hier. Gänsehaut, wirklich. Das ist wegen dem Scheiß hatte ich Albträume damals, wisst ihr? Und ich habe die Bücher gesehen. Ich dachte mir, für unsere Retro-Boxen ist das voll cool. Die waren 50 Cent das Stück. Ich habe die mitgenommen. Es ist einfach geil, wenn ich so eine Retro-Box für euch packe und da so, ja, eine Episode Gänsehaut mit reinkommt. Einfach für die Nostalgie habe ich mich voll gefreut, musste ich mitnehmen. Ja, Gänsehautbücher. Legendäre Serie, wirklich. Auch geiles Intro. Dann, okay, 50 Cent. Ein Original Agumon nimmt man mit für 50 Cent. Gestern hat der noch Geräusche gemacht, aber die Batterie ist wirklich schon so am Sterben gewesen. Der macht keine Geräusche mehr. Aber eigentlich macht der ein Geräusch. Von wo ist der? Er kommt mir so bekannt vor. Als wäre es so von McDonald's oder Burger King, aber dafür ist es zu groß. Meckes, ne? Ja, also danach sieht der aus, aber ist schon nicht klein. Aber ja, nimmt man mit, nimmt man mit. So, was gab's noch? Guckt mal. Ey, auch für 1 Euro. Ein altes Pokémon-Buch. Auch Johto. Beste Zeit. Auch da, verpasst Hand. Originales Pokémon-Produkt. Was ist das so? So eine Art Comic, ne? So, oder Novel, Light Novel-mäßig. Dann was super cooles, was richtig, richtig cooles. Das hier, das kannte ich gar nicht. Von Lego. Und zwar, ist es eine Burg? Ist es ein Vulkan? Ich weiß es gar nicht. Aber es ist nicht nur was zum Aufbauen, sondern es ist eine Art Brettspiel. Oder Gesellschaftsspiel. Hier ist sogar ein Lego-Würfel dabei. Hier. Beweise, dass du der beste Drachenkämpfer im ganzen Land bist und besiege den Drachen auf dem Gipfel des Vulkans. Aber Achtung, behalte die Lava und deine Mitspieler im Auge. Der umbaubare Lego-Würfel sorgt jedes Mal für ein völlig neues Spielerlebnis. Für 2 bis 4 Spieler. Ey, cool. Wusste gar nicht, dass Lego mal so ein Gesellschaftsspiel-Lego-Ding gemacht hat. Einfach cool. Habe ich mitgenommen. Und ich glaube, das hat 2 Euro gekostet. Und verdammt, für 2 Euro kann ich das doch nicht liegen lassen. Hallo. Das ist Lego. Wollen wir es mal genauer anschauen? Okay, es ist zusammengebaut, klar. Guck mal, hier sind die Figuren, die Spielfiguren. Wahrscheinlich würfelt man und dann muss man bis nach oben gehen. Aber irgendwas ist tricky, wie es aussieht an der Sache. Okay, cool. Der Drache sieht verdammt cool aus. Ups. Lego für 2 Euro muss man haben. Absolut, absolut. Da ist der Würfel, oder? Das ist der Würfel. Kommt das da ab? Cool, Lego-Würfel. Ah, egal, ich schaue es mir selber später in Ruhe an. Ich gehe einfach stark davon aus, dass man irgendwie würfeln muss und seine Figur bis nach oben bringen muss und es auf dem Weg nach oben irgendwie ein paar Hindernisse gibt. Ey, super geil. Bin ich voll happy mit. Einfach cool. Ich unter der Spannung, was du als nächstes gefunden hast. Alright, willst du mein persönliches Highlight sehen? Etwas, was ich, glaube ich, hatte, als ich erste Klasse. Wie alt war ich da? 6, 7? Also, roundabout 2000. Es ist leider nicht von 2000, es ist von 2011, aber auch dafür 2 Euro lässt du es nicht liegen. Es ist das verdammt coolste aller Zeiten. Seid ihr bereit? Ich stehe dafür sogar auf. Okay. Ich will es besser revealen, deswegen verstecke ich es gerade hinter meinem Rücken. Okay. So. Hose hoch, sonst wird es peinlich. Alright, Freunde. So. Das hier ist verdammt cool. Es ist einfach super cool. Und ich lüge auch nicht. Ich habe heute legit in diesem Zimmer kurz damit rumgespielt, ja? Schaut her, es ist das Laserschwert von Darth Maul. Und das Coole ist, es ist echt. Schaut her.
das Laserschwert von Darth Vader. Ich kann nur nicht mit Laserschwertern umgehen. Generell. Oh, der war nicht schlecht. Ja, ich übe noch ein bisschen, aber nimmt man mit, oder? Und ich... Was für Darth Vader? Darth Maul? Habe ich gerade Darth Vader gesagt? Darth Maul natürlich. Ist eh, Darth Maul ist der Beste. Ich muss auch sagen, Star Wars Episode 1 ist mein Lieblings-Star Wars-Film. Ja, Darth Maul, bester Star Wars-Charakter. Habe ich mitgenommen. Laserschwertkampf bei der nächsten Pyjama-Party. Danke für die Idee. Finde ich gut. Ist eine gute Idee. Hammer, oder? Macht mich voll glücklich. Auch, dass man es so stylisch so öffnen kann, wisst ihr? So. Naja, okay. Das sind die 12 Uhr Nachts-Vibes. So, wie viel? Lass mich nicht lügen. 2 bis 4 Euro, ich erinnere mich nicht. Aber alles unter 5 Euro, es ist einfach... Oh, ich liebe Flohmärkte. Wollte mir so ein krasses für 380 Euro mal kaufen. Neopixel und so. Ja, ich weiß, dass es diese richtig krassen gibt. Ich wollte auch schon mal so ein richtig... So ein... Wo das Licht so angeht. Aber die sind so verdammt teuer, wirklich. Wir machen weiter in dieser Box. Da weiß ich, dass ich für beide 50 Cent bezahlt habe. Also... Für beide 1 Euro, 50 Cent pro Stück. Und zwar so alte M&M's Spender. Die kann man so auffüllen und dann ziehst du hier dran und dann fällt hier so ein M&M raus. Auch da für 1 Euro beide, nimmt man mit. Finde ich cool. Auch perfekt für die Retro-Box, Freunde. Daran dachte ich an erster Linie. Ne Original. Und ich betone, Original. Krawatte aus dem Disneyland. Mit Donald Duck für 1 Euro. Hallo? Es ist eine Original, schaut hin. Hier, Disneyland Paris. Original. Für 1 Euro? Selbst wenn ich die irgendwann mal zu einem Karnevalkostüm trage. Oder auch so, wer weiß. Einfach so richtig stylisch und dann damit Statement setzen. Kriege ich das hin, Freunde? Ich habe es lange nicht mehr gemacht. Ich konnte mal so einen einfachen Winston, hieß der so? Lass mich nicht lügen. So, hier rüber. Okay. Ich glaube, ich krieg's noch hin. Mhm. Zack, rüber. Hä? So, hier durch. Und dann... Boah, habe ich mich erschrocken. Agumon hat gerade einfach so random ein Geräusch gemacht. Und zack, so ungefähr. Für 1 Euro auf dem Flohmarkt? Oh mein Gott, wieso macht der Geräusche? Ja, egal. Hammer, oder? So, Digga, wie macht man den denn aus? Es ist verdammt creepy. Ah ja. So, was haben wir noch? Okay. Apropos Star Wars. Übrigens für alle, die neu reingekommen sind, das sind Dinge, die ich auf dem Flohmarkt gestern gekauft habe. Von Cosmos, so ein kleines Spiel. Musste ich holen, weil Darth Maul drauf ist. Wie gesagt, bester Charakter. Einfach Impulskauf. Gar nicht großartig gelesen. Ich mache immer wieder einmal im Monat so einen Spieleabend. Legt man auf den Tisch, ich lese mir die Regeln durch, man spielt es eine Runde. Wenn es was ist, ist es cool, wenn nicht, tat es nicht weh. So, das war's schon fast, wenn ich ehrlich bin. Das hier war noch ganz cool. Guck mal, das sind noch Ü-Eier. Die habe ich, glaube ich, auch für 1 Euro, die 5 hier bekommen. Ja, von König der Löwen für die Retro-Box. Nehmt man mit. Ich fand's cool, ich weiß, dass einer von euch sich freuen wird. Einfach cool und nostalgisch. Und das Ende, mein persönliches Highlight... Ey, Snoop Doggy Dogg, lässt du dafür 50 Cent nicht liegen. Mit diesen Worten. Alles Gute, Freunde. Legende, ist meine Zeit. Ich musste lachen. Ich hab's mitgenommen.